Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel-1-Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Alles fertig, wir sind bereit.
jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Thank you.
Dann lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Zu reparieren.
Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Alles klar. Letzte Runde des Programms.
Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Hamilton und ein Red Bull. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück.
wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Thank you.
aus. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Alles bereit. Thank you.
uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 21,5. Fertig. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Losgehen, sobald du bereit bist.
Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Nico Rosberg. Ein interessantes Freitag. Alles fertig. Thank you.
Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Alles fertig, wir sind bereit. Thank you.
sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Thank you.
Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Rosberg und Danny Quert. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Das Management der Hinterreifen ist hier entscheidend. Nur allzu schnell überhitzen die Reifen und verschleißen, wenn man sich aus langsamen Kurven herausquält. Der Lotus scheint genau wie der Ferrari Schwierigkeiten mit dem Reifenverschleiß zu haben. Die meisten Teams werden auf die ein oder andere Weise ihre Probleme haben. Du solltest ohne Probleme in die nächste Session kommen. Geh es also nicht zu hart an. Vor, die du angefordert hast. Bereit? Thank you.
möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zur Temperaturinformation zu navigieren. Alles klar. Gefallen.
Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 18,9. Bescheid, falls sich etwas ändert. Motor. Thank you.
zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut.
Viel hat sich im Automobilsport seit dem ersten Grand Prix zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben top ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Und immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Und während die Fahrer langsam über den Start und die Saint-Devote nachdenken, frage ich mich, Stefan, ob wir heute die eine oder andere Safety-Car-Phase zu sehen bekommen. Nun, du würdest auf jeden Fall nicht dagegen wetten, oder? Statistisch gesehen ist das natürlich ziemlich wahrscheinlich. 80% aller großen Preise von Monaco haben mindestens eine Safety-Car-Phase. Und das trotz der unglaublichen Arbeit der Ordner hier, die die Autos häufig während einer gelben Flagge aus dem Weg räumen. Trotzdem werden sich die Teams auf den schlimmsten Fall vorbereiten und sämtliche Sicherheitsphasen in ihre Strategien mit einbeziehen. Stürz dich nicht unüberlegt in die erste Kurve. Halt dich am besten fern von jeglichem Ärger. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Vettel, Jenson Button und Perez. Rosberg, Massa, Sainz Junior und ein Red Bull. Alonso, Wehrlein, Rio Hayanto und Bottas. Hülkenberg, Grosjean, Danny Quert und Marcus Ericsson. Gutierrez und Magnus. Felipe Nasser und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
vor uns beträgt 2,5 Sekunden.
weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs.
Kollegen liegt bei 3,7 Sekunden. Beträgt 47,6 Sekunden. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Thank you.
Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,7 Sekunden.
sollte Sainz in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Thank you.
Minute vor uns beträgt 21,7 Sekunden. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen?
vor dir beträgt 3,5 Sekunden.
vor dir beträgt 5,6 Sekunden.
Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 0,5 Sekunden.
es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden.
Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst.
Abstand zum Auto vor uns beträgt 22,4 Sekunden. Vor dir beträgt 16,7 Sekunden.
15,6 Sekunden. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeilen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefallen ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast.
Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.